Hallo, wie ändere ich mein Hintergrundbild bei GNOME 3? Die einfachste Möglichkeit, den Hintergrund zu ändern, ist mittels Einstellung unter Hintergrund vorgefertigte Hintergrundbilder, auch Helligkeit abhängig von der Uhrzeit. Das sind die beiden Möglichkeiten hier. Bilder aus dem Ordner Bilder, das hier zum Beispiel. Und vordefinierte Hintergrundfarben stehen zur Auswahl. Jetzt mal eins auswählen und wieder zurück ändern. Okay. Möchte man eine andere Farbe für den Hintergrund, könnte man mit jener Farbe ein Hintergrundbild durch GIMP oder Inkscape oder sonst was erstellen und dieses dann im Ordner Bilder speichern und dann auswählen. Unter Zuhilfenahme des nachinstallierten Tools dconf-editor, dconf-editor, kann man ebenso Einstellungen tätigen. Unter Org, GNOME, Desktop und Background. Hier sind dann die Einstellungsmöglichkeiten. Einmal Typ der Farbschattierung, das ist dann hier auch schon alles erklärt. Oder Deckkraft des Bildes. Oder die Bildoption. Oder dann die Bildadresse. Und hier die erste Farbe und die zweite Farbe. Deconf ermöglicht die Hintergrundeinstellung in der Kommandozeile. Also das Tool deconf. So kann man das dann auch alles, die Hintergrundfarbe auch per Skript ändern. Okay, dann mal hier ein Beispiel. Einstellungen und eine andere Farbe auswählen und dann sieht man, wie sich die Werte ändern. Auswählen. Auswählen. Oder mal ein Bild. Okay. Dabei bleibe ich nun. Unter extensions.gnome.org. Gleich mal die Seite aufrufen. Extensions.gnome.org findet man noch zusätzlich die Erweiterung Backslide für eine Wallpaper-Slideshow. Danach suchen. Backslide. Und so kann man sich die Erweiterung dann installieren, auf den Knopf drücken, sodass On erscheint und den Anweisungen folgen. Zu diesem Thema gab es im Übrigen auch das erste Videotutorial von OpenScreencast vor 7 Jahren, damals mit Fedora Core 5 und GNOME 2.14. Was hat sich verändert mit der Zeit? Einfach beide Videos anschauen und dann selbst entscheiden. Ciao und viel Glück.